Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Das heute unsere Themen für Sie. Für den guten Zweck. Sportprominent sammelt Geld für Kinder aus sozialen Brennpunkten. Über die Berge. Darmstädter Lothar Leder quält sich über 6 Pässe beim Alpentraum. Wie früher. 50 Jahre nach dem EM-Titel für Conny Rudhoff wieder Boxen in Rüsselsheim. Sportpromis für einen guten Zweck. Wenn es darum geht, die Laureus-Stiftung zu unterstützen für sozial benachteiligte Kinder, dann kommen auch die ganz Großen der Zunft. Das so geschehen wieder am vergangenen Wochenende, und zwar in München. Der Kollege Carsten Breck, der berichtet jetzt davon. Boris Becker oder Franz Beckenbauer als Botschafter vorneweg, gefolgt von viel Prominenz für einen guten Zweck. Die Laureus Sport for Good Stiftung rief in die neue kleine Olympiahalle in München und alle kamen sie zugunsten Kindern aus schwierigen Verhältnissen. Uns gibt es seit über 12 Jahren international. Die Laureus Gala zum zweiten Mal, letztes Jahr mit einem großen Erfolg gestartet, und den wollen wir toppen. Ob mit Autorennen der etwas anderen Art, der Versteigerung von echten Autos, an der Torwand oder unterm Basketballkorb. Über 800.000 Euro kamen an diesem Abend an Spenden zusammen. Weltweit unterstützt die Laureus Stiftung über 140 Projekte und konnte bereits über 1,5 Millionen Kindern und Jugendlichen helfen. Viele Prominente haben sich davon auch schon selbst ein Bild gemacht. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Abtenau, da war so ein Camp, waren unterschiedliche, die Kinder, die aus unterschiedlichen Heimen zusammengekommen sind, auch unterschiedliche Kulturen, Sprachen und so weiter. Aber wenn du sie sportlich beschäftigst, gib ihnen einen Ball, dann fangen die an zu spielen und dann macht es keinen Unterschied, dann siehst du nicht mehr den kulturellen Unterschied, auch den sprachlichen Unterschied, die konnten sich gar nicht verständigen. Aber der Ball war die Sprache. In Deutschland und Österreich hat man mehr als 50.000 Kinder aus schwierigen sozialen Umständen erreicht. Mit Sport und sozialpädagogischer Unterstützung helfen die Projektleiter und prominenten Paten den Kindern bei gesellschaftlichen Herausforderungen wie Integration, Diskriminierung und Drogenmissbrauch. Für uns ist es einfach wichtig, dass die Kinder eben halt, sag mal, den Zusammenhalt lernen. Das macht ja gerade der Sport, der verbindet, ja. Da ist die Hautfarbe egal, die Sprache ist egal, die verstehen sich einfach. Am Tag nach der Gala ging es mit den Gästen zum Dank auch noch zu einem Golfturnier, wobei auch sogleich noch weitere Botschafter gewonnen werden konnten. Also die Menschen haben Laureus in ihr Herz eingeschlossen, sie haben uns verstanden, sie vertrauen uns. Und deswegen an alle Spender und edlen Menschen ein großes Dankeschön hier von mir. Und wenn man schon in München ist, darf zum Abschluss des gemeinsamen Wochenendes natürlich nicht ein Besuch auf dem Oktoberfest fehlen. Wiesen und etwas Glamour. Viel Spaß für eine gute Sache. Sie alle kennen sicherlich Lothar Leder, unser Triathlon-Profi aus Darmstadt. Er war am Wochenende unterwegs, und zwar in einem Terrain, was für ihn eher ungewohnt ist. Denn normalerweise ist für ihn zwischen Schwimmen und Laufen die Radstrecke eher flach. Jetzt war er unterwegs in den Alpen. 3 Länder, 252 Kilometer Strecke, über 6000 Meter Höhendifferenz. Das ist der Alpentraum. Was für jeden anderen als die rund 1000 Teilnehmer mehr nach einem Albtraum klingt. Bei keinem anderen Rennradmarathon werden die Alpen an nur einem Tag komplett überquert. Oberallgäu, Tirol und das italienische Ortlergebiet. Hier müssen die Teilnehmer an ihre Grenzen gehen.
Gut, schon kaputt. Ich mache ja normal Triathlon und es fällt mir schon schwer, die Berge zu fahren. Eigentlich alle. Das ist für mich, also ich bin sehr schwer vom Gewicht. Dann tun die Berge schon weh. Aber hat Spaß gemacht. Ja, einfach die Länge und die Höhenmeter. Ne? Also ich meine, die Längen haben wir da auch, ja, eben bei den World Tour Rennen oder bei Europe Tour Rennen und so weiter und so fort. Die Höhenmeter, da kommen wir aber, ja, annähernd kommen wir auch ab und zu dran, aber schon nicht in dieser Form. Ja. Also es ist schon eine krasse Sache gewesen. Ja. Gaichpass, Hahntenjoch, Pillerhöhe, Reschenpass, Umbreilpass, Stilfserjoch. Auch eine Herausforderung für Triathleten. Ich kenne die ganzen Berge so vom Training aus dem Engadin. Und ja, das Wetter war relativ gut. Und zwei Athleten von mir haben mitgemacht. Ich mache sehr viel Coaching. Die sind hier mitgefahren und dann habe ich gedacht, dann fahre ich auch mit, wenn die mitmachen. Während die Profis das Programm in nur einem Tag runterspulen, teilen sich andere Teilnehmer zwei Etappen mit einem Staffelpartner. Auch der Frankfurter Ralf Matzke fährt mit, stößt mit seinem Kollegen aber schnell an die Grenzen. Ja, doch relativ hart. Ja. Wir haben natürlich am Anfang versucht, so die ersten zwei, drei Anstiege eben auch mitzuhalten. Ja, haben da geguckt, ob was geht in Richtung Tagessieg oder ob wir da auch um die ersten Plätze mitfahren können. Aber wir haben schon gemerkt, ja, dadurch bei mir wegen der Zahn-OP, Johnny hatte ja auch ein bisschen Einschränkung. Dementsprechend haben wir schon gemerkt, dass es nicht so läuft und haben aber die Sache gleich gecancelt und haben gesagt, okay, wir machen hier auch eine gemütliche Runde draus und ja, essen haben wir ab und zu was halt mal ein bisschen an und so und da haben wir schon eine schöne Runde draus gemacht dann. Ganz im Gegensatz zum Österreicher Stefan Kirchmeier, der am Ende den Sieg holt. Ja, nach der Saison einfach gewaltig. Ich bin natürlich in die Saison gestartet mit dem Ziel, den dritten Ötztaler zu gewinnen. Habe eine schwere Verletzung hinter mir, habe eine sehr straffe Vorbereitung auf dem Ötztaler hinter mir, die ja, wahrscheinlich fast grenzwertig war, so intensiv wie sie war. Und bis zum Ötztaler ist das leider nicht ausgegangen. Und genau die Form, die ich da braucht hätte, habe ich heute gehabt. Und das ist natürlich sensationell. Für die einen ein Albtraum, für die anderen eine Herausforderung. Der Alpentraum. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich mit folgendem Thema wieder für Sie zurück. Wie früher, 50 Jahre nach dem EM-Titel für Conny Rudhoff, wieder Boxen in Rüsselsheim. Gleich im Studio der Vorsitzende des Hessischen Boxverbands, Peter Firner. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und wollen jetzt über das hessische Boxen reden. Bei uns der Präsident des Verbandes, Peter Firner. Hallo und herzlich willkommen. Wenn man Sportbegeisterte fragt nach Boxnamen, dann fällt Klitschko, Maske, Schulz vielleicht noch. Von den hessischen Boxern wird nicht so sehr geredet. Die sind auch nicht so in der Öffentlichkeit wie die eben drei genannten. Aber wie, deshalb die Frage an Sie, wie sieht sie aus, die hessische Boxszene? Ja, die hessische Boxszene ist ein kleiner, verschworener Kreis von Vereinen, Verantwortlichen, die mit sehr viel Idealismus und sehr viel ehrenamtlicher Arbeit diesem Sport nachgehen. Es ist allerdings beachtlich, was die Aktiven im Boxsport sowohl im Anfängerbereich als auch im fortgeschrittenen Bereich leisten müssen. Das ergibt sich aus der, sag ich mal, aus der Härte, aus der Schwierigkeit dieser Sportart. Und die Veranstaltungen, die oftmals auch nicht jetzt von so vielen Zuschauern besucht werden, oder die Kämpfe sind oftmals, würde ich sagen, interessanter als im Profiboxgeschehen, weil es ehrlicher ist, ausgeglichener und dadurch auch für die Zuschauer spannender. Ja. Sie haben eben gesagt, so ein kleiner eingeschworener Kreis. Wie entwickelt sich das Ganze? Man hat viele Sportarten, da werden die Vereine mehr, andere Sportarten, da werden die Vereine weniger. Wie sieht es im Boxen aus? Also in Hessen sehr positiv seit einigen Jahren. Wir hatten auch so Umstrukturierungsprozesse im Verband. Und also wir haben so seit 2 bis 3 Jahren Rekordteilnehmerzahlen auf allen Ebenen, Nachwuchsveranstaltungen, Meisterschaften, sehr, sehr viele
Verantwortliche, die auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden waren, sind wieder sozusagen gekommen. Neue, junge Trainer sind auch mit dazugekommen und können sich frei entfalten. Also wir sind rundum zufrieden und das hessische Boxen, das olympische Boxen in Hessen entwickelt sich momentan wirklich prächtig. Was ist der Unterschied zwischen dem Amateurboxen und dem olympischen Boxen? Amateurboxen ist gleich olympisches Boxen. Okay, ist einfach nur der andere Name. Ja. Sie haben es eben angesprochen, es gibt auch viele Veranstaltungen für den Nachwuchs. Wie sieht es da aus mit Nachwuchsboxern in Hessen? Na, wir haben sehr gute Nachwuchsboxer. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel aus Egelsbach den Assan Hansen, das war einer unserer jüngsten, ich glaube, der ist so 14 Jahre alt, der konnte den deutschen Meistertitel auch erkämpfen. Wir haben mit Arthur Mamberger aus Marburg, der in Gießen trainiert, einen letztjährigen Vize-Europameister sogar, auch im Kadettenbereich, das sind so die Jungs um die 14, 15 Jahre rum. Wir haben viele Talente, die nach oben streben und auf ihre Chance warten und auch dort ist die Entwicklung sehr, sehr positiv. Sie haben es eben vorhin auch schon angesprochen, ein harter Sport. Wenn wir jetzt beim Nachwuchs sind, ab wann fangen die Kleinsten mit dem Boxen an? Also es ist erst erlaubt, an Wettkämpfen teilzunehmen, wenn man das 10. Lebensjahr vollendet hat. Das ist auch sinnvoll so. Und dann ist es ja so, dass sehr streng, sage ich jetzt mal, die Alters- und Gewichtsdifferenzen reglementiert sind. Das heißt, es geht nicht, dass irgendwie einer, der 11 Jahre ist, gegen jemanden kämpft, der 14 ist. Und auch die Gewichtsunterschiede dürfen nur minimal sein. Also da gibt es schon ein sehr, sehr strenges Reglement. Das ist auch gut so und auch hohe medizinische Standards, um dort einfach den Schutz der Kämpfer zu gewährleisten. Das sind die ganz jungen Kämpfer. Am Wochenende gab es eher so einen Sprung in die Geschichte des hessischen Boxsports. Und zwar Boxen in Rüsselsheim. Vor gut 50 Jahren hat Conny Ruthoff in Rüsselsheim den EM-Titel geholt. Und jetzt, fünf Jahrzehnte danach, gab es sozusagen ein Comeback an Ort und Stelle. Die hessischen Meisterschaften, Viertel- und Halbfinalkämpfe. Und wir waren natürlich dabei. Boxen in Rüsselsheim in Gedenken an den ehemaligen Champion Conny Ruthoff, der damals in der Bushalle der Stadtwerke seinen Titel gewann. Jetzt, 50 Jahre später, wurden die nächsten Wettkämpfe wieder in der Halle der Stadtwerke ausgetragen. Mit am Ring die Witwe des ehemaligen Europameisters Inge Ruthoff, die sich an die gemeinsamen Zeiten erinnert fühlte. Immerhin, selbst rund um die Hochzeit wurde damals geboxt. Wir haben Mittwoch standesamtlich geheiratet und samstags hat er in Berlin geboxt, kam sonntags morgens und mittags haben wir kirchlich geheiratet. Und dann waren wir eine Woche auf Hochzeitsreise in Zürich und dann ist er für 3 Monate nach Australien. Das war ein bisschen hart. Ein mit Spannung erwarteter Kampf war der zwischen Raimund Meilinger vom Boxclub Marburg in der Roten Hose gegen Enes Belhak aus Hochheim. Meilinger, der 2011 Dritter der deutschen Meisterschaft war, meldete sich nach einem Jahr Verletzungspause wieder zurück. Ja, für mich war es der erste Kampf nach einer langen Verletzung wieder. Und ja, die erste Runde war knapp. Zum Schluss habe ich auch noch mal ganz gut eine mitgenommen. Aber ich habe mich trotzdem, die erste Runde sehr viel Spannung und die hat in den letzten 2 Runden dann doch sehr abgebaut, halt, sodass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bist du sicherer und kommst auch so ein Stück weit punktetechnisch weg. Aber es stimmt schon, die erste Runde war sehr, sehr knapp, ne, und es war für mich der erste Kampf nach circa 14 Monaten, deswegen war okay. Je länger der Kampf dauerte, umso dominierender wurde Meilinger. Jetzt kam ihm zugute, dass er neben dem Boxen auch noch Triathlon betreibt. Nur die Schlagfrequenz, die müsste noch bei ihm etwas höher werden. Aber wie verhält sich ein Boxer in einem Kampf? Zählt er die Treffer mit, um besser einschätzen zu können, wie es steht? Das heißt, mitzählen, ich glaube, das ist eher eine Gefühlssache. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie zu zählen, okay, jetzt habe ich gut eine bekommen. Aber man merkt ja, wenn man Schläge abbekommt, fühlt man sich eben nicht so sicher. Und wenn man Schläge austeilt, fühlt man sich sicherer. Deswegen, daran kann man es ganz gut, an dieser Sicherheit eben. Aber es gibt auch Kämpfe natürlich, da ist man sich sehr unsicher und es ist halt doch eben subjektiv, der Ringrichter bzw. die Punktrichter. Und oft ist es dann so, man weiß es nicht genau, wenn es ein knapper Kampf ist, aber hier war ich mir schon sicher auf jeden Fall. Am Ende gewann Raimund Meilinger den Halbfinalkampf im Mittelgewicht bis 75 Kilogramm und zieht damit ins Finale ein. Immer ein besonderer Kampf ist das Superschwergewicht für die Boxer über 91 Kilogramm.
Zenan Mustavic vom Nordend Offenbach in der roten Hose gegen Anthony Cash vom Boxclub Hochheim. Die erste Runde durchaus ausgeglichen. Ich habe den Kampf ruhig gestaltet am Anfang. Ich wollte ein bisschen abwarten, ein bisschen gucken, was passiert ist. In der zweiten Runde habe ich ein bisschen mehr aufgedreht. Zwar einen Treffer hier bekommen, aber am Ende ist es sehr gut gelaufen. Doch dann passierte es in der zweiten Runde. Ein Aufwärtsschlag von Mustavic und Cash sofort K.O. 20 Sekunden war der Boxer aus Hochheim bewusstlos. Der Ringarzt war natürlich sofort zur Stelle. Für den Boxer aus Offenbach war klar, nach dem Schlag steht sein Gegner nicht mehr auf. Ja, ich habe es direkt gespürt, also an meiner Hand, wo ich auch das Klatschen gehört habe, wusste ich, ich war vorbei. Aber am Ende hat er mir zwar ein bisschen leid getan, weil wir ja ehemalige Teamkameraden sind, aber das ist halt der Sport. Und 10 Kämpfe sind in Rüsselsheim 50 Jahre nach dem Europameistertitel von Conny Rudhoff ausgetragen worden. In einer Kulisse, die es sonst wohl nie im Boxsport gegeben hat. Ja, die Bushalle der Stadtwerke Rüsselsheim. Wie hat Ihnen allgemein der Boxabend gefallen? Sie waren ja selbst auch vor Ort. Es war ein toller Boxabend, war wirklich, also hat sich voll und ganz gelohnt, an dieser historischen Stätte, auch in Gedenken an Conny Rudhoff, dieses Event dort, sage ich jetzt mal, durchzuziehen. Es waren spannende Kämpfe, es waren wirklich tolle Kämpfe, es war ein sehr, sehr guter Zuschauerzuspruch auch. Und was auch sehr schön war, es war wirklich so alt und jung vertreten. Die neue Generation der Boxer, der Trainer und dann eben auch alte, verdiente Boxsportler wie auch José Varela, wie auch Hubertus Einschütz, also hier in Hessen, den Boxfans allen bekannt. Und es war schön, die haben auch die Siegerehrungen vorgenommen und es war wirklich eine sehr, 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 sehr gelungene Veranstaltung. Auf jeden Fall haben wir den geschichtlichen Rahmen, sozusagen die Brücke zu Conny Rudhoff vor 50 Jahren geschlagen. Das heißt, hoher geschichtlicher Stellenwert. Was würden Sie sagen, wie hoch war der sportliche Stellenwert? Der sportliche Stellenwert war auch sehr gut gewesen. Also es gibt zwei Kategorien von Kämpfen oder gab auch am Samstag B-Kategorie. Das sind Leute mit etwas weniger Kampferfahrung, die kämpfen auch um den Hessenmeistertitel, aber in diesem Anfängerbereich. Und dann eben auch A-Kategorie-Kämpfe. Da hat man eben auch Raimund Meilinger bei seinem Comeback gesehen gegen Enes Belhadj. Und das waren wirklich sehr, 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 sehr gute Kämpfe gewesen in den verschiedenen Gewichtsklassen. Und so die Boxexperten am Ring waren auch erstaunt über die Qualität der Kämpfe in der B-Kategorie im Anfängerbereich. Und es war so für jeden was dabei. Es waren technisch hervorragende Kämpfe. Es waren aber auch, sag ich jetzt mal, etwas rustikalere Auseinandersetzungen. Und also das Publikum war wirklich gebannt. Und das hat man auch gemerkt. Es waren Knistern in der Halle, es waren auch emotionsgeladene Duelle, aber alles sauber und fair. Ja. Es hat eine Regeländerung gegeben. Das war jetzt auch so mit einer der ersten Veranstaltungen, die unter der neuen Regeländerung gelaufen ist. Das heißt, auch im olympischen Boxen gibt es keinen Kopfschutz mehr. Warum? Ja, seit 25 Jahren. Es gab auch, sag mal, in früheren Zeiten keinen Kopfschutz, der wurde dann eingeführt. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, da jetzt darüber sportpolitisch auch zu diskutieren. Fakt ist, es gibt Vor- und Nachteile des Ganzen. Also der Kopfschutz, also wir begrüßen es, oder ich persönlich begrüße die Abschaffung des Kopfschutzes. Mhm. Der Kopfschutz hat die Schlagwirkung, das haben wissenschaftliche Tests mehrfach erwiesen, nicht wesentlich gedämpft. So. Mhm. Für die Zuschauer war der Kopfschutz unattraktiv, weil man konnte eigentlich den Kämpfer nicht richtig erkennen. Es war dann oft so, der eine hat einen blauen Kopfschutz auf, der andere einen roten. Es war dann ein blaues Menschen gegen rotes Menschen. Das macht das Ganze natürlich nicht sehr, sehr attraktiv. Dann die Boxer haben oft sich behindert gefühlt in ihrem Deckungsverhalten, weil sie ihre Hände nicht direkt am Kopf, an der Haut fühlen konnten. Mhm. Ja. Das waren jetzt so die Sachen, die gegen den Kopfschutz gesprochen haben. Für den Kopfschutz gesprochen haben, ganz klar, er verhindert Cut-Verletzungen an den Augenbrauen, auch Schädigungen an den Ohren, also Trommelfellrisse. Jetzt ist er seit 2-3 Monaten abgeschafft. Wir machen jetzt unsere ersten Erfahrungen wieder ohne Kopfschutz, aber die sind, glaube ich, das kann man insgesamt sagen, überwiegend positiv, also die positiven Aspekte überwiegend ganz klar. Wir hatten im letzten Kampf in der zweiten Runde, wir haben es eben im Einspieler schon gesehen, einen K.O.-Schlag. Zumindest ist der Boxer K.O. gegangen, sagen wir es mal so. Da können wir auch noch mal kurz drauf gucken auf die Szene. Wenn man es genau sieht, er trifft mit dem Handschuh nicht direkt, sondern eher mit dem Unterarm.
Ja, es war so eine bisschen unglückliche Szene gewesen. Also man sieht, der Aufwärtshaken vom Anthony Cash geht ins Leere. Der Cenan Mustafić macht einen Rückschritt und versucht dann zu kontern. Mhm. Sieht jetzt nicht unbedingt auch, wie er schlägt. In dem Moment fällt der Anthony Cash einen Schritt in ihn rein. Und er trifft tatsächlich so halb mit also Innenhand, das ist eigentlich auch nicht erlaubt. Und dann so mit dem Unterarm, auch Richtung Halsschlagader, was man gesehen hatte. Normalerweise kein erlaubter Schlag beim olympischen Boxen wird es auch noch strenger gehandhabt. Ja, also ist eigentlich die Trefferfläche sind hier die Knöchel von Zeigefinger bis zum kleinen Finger. Das war jetzt eine Tatsachenentscheidung. Ich habe es selber am Ring auch nicht gesehen. Ja, auch der Ringrichter konnte es nicht sehen. Er hätte jetzt die Möglichkeit im Zweifelsfall auch die Punktrichter noch mal zu befragen. Das war eine Tatsachenentscheidung. Ja, es war auch kein absichtliches Foul. Also ich sage jetzt mal, noch schlimmer wäre es gewesen. Natürlich, sage ich mal, sehr unglücklich gelaufen auch. Aber schlimmer wäre es gewesen, wenn wir wirklich ganz gleich das sehen können, dass es ein absichtliches Foul gewesen wäre. So war es halt nur. Dann hätte man es auch ahnden müssen. Ich meine, auch so kann man es ahnden. Nur ist es so, der Anthony Cash zum Schutze auch seiner Gesundheit wird jetzt sowieso erstmal vom Wettkampfgeschehen erstmal für eine Zeit lang auch vom Arzt sozusagen herausgenommen. Mhm. Das heißt, er hätte dann auch nicht im Finale boxen können in 2 Wochen gegen den Ali Kidin, gegen den amtierenden deutschen Vizemeister. Das ist ja auch einer der Hochkaräter hier in Hessen. Und ja, es war so, es war keine Absicht. Und Fußballfans streiten auch Woche für Woche um Elfmeterschiedsrichterentscheidung und was es nicht noch so alles gibt. Aber wenn wir so eine Szene sehen, wie gefährlich ist der Boxsport? Der Boxsport ist, ja, natürlich ist er gefährlich. Natürlich ist es eine harte Sache. Ich meine, es werden Schläge zum Kopf ausgeteilt. Man muss allerdings sagen, wenn man sich das jetzt mal über einen längeren Zeitraum anschaut, so von den Verletzungen her, wenn wirklich verantwortungsbewusst von Trainern, verantwortlichen Kampfgerichtärzten mit der Sache umgegangen wird, sind die Verletzungen, bis auf, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen blaue Augen, mal eine blutende Nase, nicht so gravierend. Ja, also wir haben viele von unseren Jungs verletzen sich eher mal, wenn sie zum Aufwärmen Fußball spielen oder mal mit Basketball spielen auf der Straße oder draußen mit den Jungs. Da passiert also wesentlich mehr an Verletzungen, Knie oder irgendwelche anderen Sachen, Schultergeschichten, als jetzt hier beim Boxen. Da das Reglement wirklich sehr, sehr streng ist und da es sehr, sehr viele Regeln gibt, die auch überwacht und eingehalten werden, ist das Verletzungsrisiko nicht so hoch, wie im Allgemeinen immer vielleicht behauptet oder auch von Kritikern angenommen wird. Ja. Wir wollen gleich noch über die Zukunft des Boxens und auch über Jack Kulkay reden, unseren Darmstädter Profiboxer, machen eine zweite kurze Pause. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow mit dem Thema Boxen und da kommen wir natürlich aus heimischer Sicht nicht an Jack Kulkay vorbei. Wie wichtig ist so ein Profikämpfer, so ein erfahrener, richtig guter Kämpfer für das hessische Boxen? Ja, also das ist mal natürlich eine tolle Sache, dass er den Weltmeistertitel erkämpfen konnte, also im olympischen Boxen, was ja schon eine Riesengeschichte ist. Und er ist natürlich eine Werbung einfach für unseren Boxsport. Ist ja auch ein sehr netter Sportskollege und ein ganz toller Kämpfer. Und hat jetzt, glaube ich, im Profibereich einen Kampf verloren und versucht jetzt wieder Anschluss zu finden. Und dafür halten wir ihm natürlich hier in Hessen, die hessische Boxszene, natürlich die Daumen. Ja. Mit Sicherheit alle, die mit dem Boxen was zu tun haben. Wie sieht sie aus, die Zukunft des hessischen Boxens? Also wenn es so weitergeht, wie das jetzt sich in letzter Zeit entwickelt hat, dann habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass sich das positiv weiterentwickeln wird auf allen Ebenen. Und ja, ich kann nur Werbung für die Sportart machen, Werbung für die hessischen Boxvereine. Es gibt tolle Verantwortliche, tolle Veranstaltungen, auch wie man gesehen hat am letzten Samstag. Und ja, wir freuen uns über jeden, der Interesse zeigt. Wir kennen es auch noch, Sie haben die Männer, den Nachwuchs angesprochen, alle kennen den Namen Regina Halmich vom Frauenboxen. Wie sieht da die Szene in Hessen aus?
sehr stark auch. Also wir haben einige sehr starke weibliche Boxerinnen. Sarah Bormann von der TG Hanau, herausragend, auch im Bereich Nationalkader. Beata Blaschtig, Nordend-Offenbach, auch eine sehr gute Boxerin, ehemalige deutsche Meisterin. Und dann im Nachwuchsbereich auch talentierte junge Mädels, die ganz, ganz tolle Leistungen auch gezeigt haben in der Vergangenheit. Also da sind wir auch deutschlandweit sehr gut positioniert, sage ich mal. Das heißt, um die Sendung abzuschließen, um uns rund zu machen, man braucht sich keine Gedanken um den hessischen Boxsport zu machen? Nein, braucht man nicht. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg für das hessische Boxen. Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast im Studio waren. Liebe Zuschauer, das war's wieder von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.